Jeder Schweizer kennt das Soljo mehr oder weniger. Kleines Dorf, eng gebaut. Als ich das erste Mal auf Soljo kam und das Haus gesehen habe, dachte ich, was für ein Steinhaufen. Als ich dann aber durchgelaufen bin, habe ich gesehen, dass es wunderschöne Details hat und einen Wahnsinnsausblick. Der Architekt hat genau gewusst, was er wollte. Die grosse Herausforderung in diesem Haus war sicher, dass es nicht einen rechten Winkel hat, dass eine Sonderlösung an den anderen gefordert hat. Alles von Hand einbauen. Also in der Werkstatt selber haben wir schon vorbereiten können, aber am meisten haben wir alles hier im Haus. Gute Monteure, die zaugen, die anpassen. Und das ist der schwierigste Punkt. Die Grundidee war, das Alte zu bewahren und mit Neuem zu ergänzen. Wir leben mit dem Holz. Das ist unser Boot, sagen wir so. Da muss man ja sehr viel Leidenschaft in so ein Projekt hineinsetzen. Und nur wenn man die Leidenschaft hat und die Passion hat, dann kann man auch sich um so viele Details kümmern.